oder den letzten Hits verteilen. Hätte ich vielleicht auch noch ohne Hob geschafft, aber naja, was soll's. Ist dann halt so. Ich glaube, das Ganze hat uns jetzt doch schon eine ganze Ecke weitergebracht, also ein bisschen beschleunigt. Hoffe ich zumindest. Außer halt, dass die Animationen so lange gedauert haben, aber hey, das gehört dazu, es ist Final Fantasy. So, speichern. Ja, wirklich, da speichern. So. Jetzt haben wir hier einen großen Raum, das ist nicht gut. I wanted to ask you something. What's that? You say you want a family. What if they were taken from you? Well then, I'd take them back. And what if you couldn't? What if you knew who was to blame? Well then, there'd be trouble. Hey, are you okay? Did you get hit in the head or something? Oh, Kacke. Guess we'll have to talk about this later. Don't just stand there. Hope, wait! Na klasse. Was ist denn das jetzt für ein Viech? Immer Analyse. Schwächeblitz. Das ist schon mal schön. Er hat eine Schwäche. Und er kann Napalmbomben machen und ich weiß nicht was. Aber wie befürchtet, haben wir auch hier mal wieder einen kleinen Bosskampf. Yay! Und der macht verdammt gut Damage. Heilen wir uns mal ein bisschen hoch. Vielleicht ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Au! Genesungsfall. Ein Stückchen. Dann mal hier provozieren. Bisschen was davon, bisschen was davon. Und so weiter. Auch wenn seine Schockleiste dadurch ein bisschen leer geht. So, komm. Nochmal heilen. Einmal Heilung muss noch drin sein. So, und dann drauf da. Au. Dann wieder heilen, aber halt Mitbrecher. Aua. Ja, der ist echt nicht ohne. Was wir dem erst abgezogen haben, das ist nicht wirklich viel. Das ist echt nicht viel. So, provozieren. Komm schon, komm schon. Ja, genau. Schutzsphäre. Do it now. Mich heilen. Komm schon. Mehr mich heilen. Ja, genau. Noch ein bisschen heilen. Weil der Schockleiste schon wieder gleich leer ist. Verdammt. Ich muss da agieren. Damit das oben bleibt. Dann wieder umswitchen. Nur halt, damit die Schockleiste halt einigermaßen oben ist. Ah. Oh, fall nicht immer um. Ist doch echt voll für ein, ich weiß auch nicht. Komm schon. Heilung. Weißt du, hast nicht die beste Heilung, aber trotzdem. Oh, 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 oh. Ja, so ist gut. Wieso ist deine Schockleiste leer? Habe ich doch gerade nach oben getrieben, oder nicht? Wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht attackiert habe. Na gut. Wie man es macht, ist es verkehrt. Man kennt das ja. Au.
Der ist echt schon ein feiner Gegner. Genau, greif mich an. Ich bin ein guter Gegner. Ich wehre mich nicht. Ich halte nur ein bisschen was aus. Heil mich mehr. Ja, das sieht gut aus. Noch ein bisschen. Mensch, Hope, es kann doch nicht alles sein, was du hier heilst. Hier. Ist doch scheiße. Sorry, dass du sagst, aber es ist so. Wir haben immer noch kaum Schaden ausgeführt hier. Machen wir den hier. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Need more Heilung, need more Heilung, need more Heilung. Eine Schockleiste ist doch fast voll. Ich will nicht, dass sie schon wieder sich hier ausgeht und sowas. So, komm, jetzt drauf da. Bevor es zu spät ist. So, komm, noch ein bisschen. Bisschen geht noch. Bisschen muss noch sein. So, und Genesung. Soweit es geht. So, erheilt sich. Das ist gut. Ja, okay. Und wieder drauf. Komm schon. Bisschen muss noch. Da ist er in Schockzustand. Jetzt können wir dem mal Damage drauf machen. Wird auch mal Zeit. Wird echt mal Zeit. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt einer von uns hier umkippt. Weil dieses Viech da irgendwie volltöft ist. Wie heißt es eigentlich? Ushumgaldomito. Ah ja. Meinetwegen. Wenn es ein Same ist, dann kann ich es eh nicht ändern. Aber es kann jetzt tatsächlich sein, dass wir den jetzt in einer Schockphase down kriegen könnten. Wenn sie das ausgehen könnte. Sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Machen wir den hier. Mach ich wenigstens Schaden und er heilt. Und das war's mit seiner Schockdasse. Verdammt. Verdammt ich! Ah, na gut. Es war schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich warte wieder, bis wir geheilt sind. Und dann machen wir ein bisschen Damage drauf. So in etwa. Pi mal Daumen. Muss man halt wirklich verdammt viel hin und her switchen zwischen den einzelnen Haltungen. Sonst klappt das nicht mit den Nachbarn. So, die Reihe hier noch und dann wieder umswitchen auf den Genesungswall. Sieht soweit alles okay aus. Er macht jetzt auch nicht so den Megaschaden, wenn ich halt mein Schutzdingens hier hab und so. Eigentlich wäre jetzt der Manipulator, oder der Augmentor besser gesagt, eigentlich auch nicht so verkehrt gewesen. Ah, na gut. Jetzt hauen wir ihm die letzten Hits ein. Dann ist er down! Hoffe ich. So, und ein Hit noch. Komm schon. Geht doch. Puh, okay. Das scheint es noch nicht gewesen zu sein. If you need to take a break, why don't we do it over there? Natürlich steht da immer so ein Flaschenautomat. Dosenautomat, Entschuldigung. I'm not thirsty. Oh,
Well, don't want to waste it. Mommy? 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 Mommy. I can't. Snow? What do you plan to do? I need to know. I told you. Save Sarah, protect Cocoon, and have myself a big, happy family. Still, it's a long road ahead. Or maybe not so long. Whatever happens, things will work themselves out. Even if you're Lassie, you gotta keep fighting. Yeah. And what if that gets people around you involved? What? What happens when your actions end up ruining someone's life? What if someone dies? What then, Snow? How do you pay for what you've done? I can't! Right? There is nothing that can make something like that right again. When someone's dead, when someone's gone, words are useless. So that's it? People die and you just run away? I know! It's all my fault. I don't know how to fix it. Where do you start? What do you say? All I can do is go forward. Keep fighting and surviving until I find the answers I need. There are no answers! You're running from what you deserve! Well, why don't you tell me what I deserve? The same fate! Nora Estine. She was my mother. And she died because of you! You! You're the one she meant! Nee, tragisch. Also, das ist wirklich so tragisch. Sorry, mein Fehler. Ich kann das nicht so unterbrechen mit meiner Art. Obwohl doch, ich kann. Aber naja. Ist schon tragisch, muss man ja wirklich sagen. Aber was war das jetzt für eine so eine komische Energiewelle, die er jetzt da freigesetzt hat? Das kann er sonst nicht. Sonst ist er irgendwie nutzlos. Aber nur denn. Gucken wir mal. When we came out of crystal stasis, we didn't remember our focus or what we'd done. Tag 5. Klampf von Eiride Kraftwerk. Looking for what we'd lost. Aha. Let's give up. Forget our focus. We don't need it. We don't need it. Look, if we don't figure it out and pull it off, you're gonna be a thief. It's just making a kid that young, Alyssa. It's not right! Yeah, it's unfair. But guess what? We grin and bear it like good Lassie, or the Fauci starts making more. Like that girl the other day. It doesn't matter what our focus is. We do it, whether we like it or not. But... say we call it quits. You think these people will let us go? They'll lynch us in the street. Listen, Vanille. We do what we gotta do and get ourselves off this filthy world as fast as we can. Fine. You get out of here first. I'll buy you some time. Aww. Now, don't you worry. I'll come and find you, no matter where you go. Wait! Fast!
Your fight's right here! By the time I took care of them all, Vanil was long gone. After that, Reins and his cavalry found me. I never stopped searching for Vanil, but I couldn't find her. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. So, you're telling me, Sarah will come back to life someday too? Yep. We didn't do our job right. That's why it made her a lessee. We messed up. Sorry. Bitchfight! Ich will Blut sehen. That it? You sure better hope so. But whether we're square, that's up to Sarah. You sound exactly like Snow. And he didn't hit me. Wait, he already knows this? Wow. That's a load off. Glad I apologized. You apologized so you'd feel better? Guess so. How about you? Feel any better now that you hit me? It didn't change anything. Uh-huh. Tell that to my jaw. Felix Heights is up there. Still a ways before we get to Hope's place. Better pick it up. We'll head through that gate. Right. Okidokie. So, und schauen wir mal. Wir haben doch bestimmt hier hinten irgendwo was, wenn hier schon der Weg hier so da entlang geht. Natürlich! Dann gib mal her, der Mist. Biestkrallen, yay! So, 15 Stück davon ist gar nicht mal so wenig. Können wir bald mal tatsächlich mal was skillen wieder, so waffentechnisch. So, dann benutzen wir mal das Ding, speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 13 dann wieder. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.